Sowas wollte ich schon immer mal haben. Zu Hause Gewinde schneiden wie die Profis. Ich habe hier ein 21,3 mm Rohr und auf das möchte ich heute ein 0,5 Zoll Gewinde schneiden. Jetzt könnte man Schneideisen und Schneideisenhalter nehmen, aber Profis haben da eine ganz andere Lösung, eine sogenannte Gewindeschneidkluppe. Eine schöne Lösung, aber das Problem ist, die ist halt meistens auch wirklich richtig, richtig teuer. Und da gibt es aktuell bei Parkside ein Set, das kostet schlanke 30 Euro. Und daran konnte ich natürlich nicht vorbeigehen. Ich werde sowas nur sehr gelegentlich nutzen und da ist natürlich die Frage, reicht dann so ein günstiges Set? Kann man damit wirklich vernünftig Gewinde schneiden? Dieses Set hat 4 verschiedene Gewindeschneidkluppen, das heißt, ich kann von 0,5 Zoll bis 1,25 Zoll Gewinde schneiden, Rohrgewinde schneiden. Das sind konische Wiswirt-Gewinde, das heißt von wegen, die dichten vernünftig ab, die haben viele verschiedene andere Vorteile, also eine richtig professionelle Lösung und das für 30 Euro. Und da frage ich mich natürlich immer, geht das wirklich? Ganz kurz zu diesem Video, während ich den Koffer auspacke. Ich denke mal, ich habe eine gute Expertise im Bereich Schweißen. Von diesen Gewindeschneidkluppen habe ich eher wenig Ahnung. Ich habe das vor über 20 Jahren schon mal gemacht. Da hat das aus meiner Sicht, Erinnerung sehr, sehr einfach funktioniert. Ich möchte einfach zu Hause ein Set haben und wenn ich mal ein Rohrgewinde schneiden muss, dann soll das Ganze einfach funktionieren. Es soll aber keine paar hundert Euro kosten und ich denke mal, da ist das eine schöne Lösung. Und ich denke mal, so geht es vielen von euch ähnlich. Ich habe hier ganz einfach die Ratsche, da ist schon mal die 1,25 Gewindeschneidkluppe vorgerüstet oder der Gewindeschneideinsatz vorgerüstet. Ich habe hier die Links-Rechts-Verstellung. Das geht am Anfang hier noch ein bisschen schwer. Ich habe dann einen Tropfen Öl reingemacht und dann ging es schon mal deutlich, deutlich besser. Aber im Prinzip, so der erste Eindruck, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Von der Qualität her, für 30 Euro finde ich, ist das in Ordnung. Ich habe hier noch die zweiteilige Verlängerung, die kann man ordentlich zusammenschrauben und das war es im Prinzip. Ich kann jetzt diese Gewindeeinsätze oder diese eigentlichen Gewindeschneidkluppen ganz einfach austauschen. Das heißt, die sind hier gesteckt, muss man ein bisschen mit Gewalt ziehen und dann kriegt man das hier relativ einfach raus und kann das umstecken und kann so die verschiedenen Gewinde schneiden und das versuchen wir jetzt gleich mal. Das ist so der Punkt, wo bei mir das erste Aber kommt. Das heißt, ich gucke mir diese Gewindeschneidkluppe auf der Verpackung an und sehe, ich soll die von hier vorne ansetzen. Und da habe ich natürlich schon mal leichte Zweifel. Ich probiere das natürlich trotzdem aus. Habe hier ein gerade abgeschnittenes Rohr mit einer leichten Phase, einfach am Bandschleifer einmal lang geschliffen. Und jetzt versucht man das hier vorne anzusetzen. Das funktioniert überhaupt nicht. Und wenn man sich diesen Gewindeeinsatz anguckt, dann sieht man auch relativ schnell, die Ansätze sind hier innen. Aber es ist auf der Verpackung halt falsch dargestellt. Ist kein größeres Problem. Das heißt, wir drehen das Ganze um. Dann drückt man ein bisschen vom Ansatz erstmal arbeiten, ganz vorsichtig. Und dann hat man im Prinzip den Ansatz. Dann gibt man ein bisschen Schneidöl dazu und dann kann man Kette geben. Dann kann man ganz normal das Ganze abarbeiten. Ich habe zwischendurch nochmal die Richtung geändert, um den Span zu brechen. Und dann habe ich Gas gegeben und habe hier ein Rohrgewinde geschnitten. Und das ist wirklich alles andere als ein Hexenwerk. Und da muss man sagen, ein schönes Werkzeug. Und das funktioniert wirklich richtig, richtig gut in der Form. Ich kann das Ganze hier schneiden und wenn ich irgendwann die Schnitttiefe erreicht habe, dann kann ich das Ganze komplett zurückdrehen. Also ich habe einfach den kompletten Einsatz einmal genutzt und habe es dann komplett wieder zurückgedreht, gedreht zurück, ganz vorsichtig mit der Hand. Und wenn wir uns das Ergebnis angucken, das sieht schon optisch alles andere als schlecht aus. Man sieht in dieser seitlichen Ansicht auch, dass das wirklich leicht konisch ist. Ich habe hier einfach so eine Schnellkupplung, die kann man hier drauf drehen. Man merkt, vorne geht es schön leicht drauf und dann wird es immer und immer fester, je weiter man hier drauf kommt. Also es ist vom Gewinde her, ich habe keine Leere dafür in irgendeiner Form, aber man merkt hier, es funktioniert vernünftig. Ich habe hier eine gute Festigkeit. Wenn ich so leicht abdrehe, dann merkt man auch wieder, dass es ein bisschen Spiel hat, also dass es wirklich konisch ist. Das sieht man auch aber optisch hier in diesem Video auf. Richtig schön. Das ist schon mal ein sehr, sehr schönes Ergebnis und dieses Ergebnis zu erzielen ist wirklich extrem einfach.
Und das habe ich natürlich nicht nur einmal gemacht, sondern zigmal. Das ist jetzt ein 26,9er Rohr. Das heißt, das ist ein 3/4 Zoll Gewinderohr. Das spanne ich hier wieder ein und da geht das genauso gut. Also es macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Man kann da vernünftige Rohrgewinde herstellen. Die haben eine vernünftige Qualität. Ich kann das hier wieder testen. Ich habe hier, das ist so ein Überdruckventil, sage ich mal. Das hat hier ein 3/4 Zoll Gewinde. Kann ich hier auch wieder draufschrauben. Ist wieder das Gleiche. Also Qualität stimmt hier. Ich denke mal, für gelegentliche Gewindeschneidaktionen an Rohren und Rohrleitungen ist das mehr als okay. Jetzt gibt es nur ein ganz, ganz großes Problem. Gerade bei Umbauten, wenn ein Rohr aus der Wand rausguckt, dann hat man oft gar nicht diese Länge zur Verfügung. Da ist es oft so, ich habe das hier am Schraubstock einfach mal simuliert, dass das Rohr wirklich nur ein kleines Stück aus der Wand rausguckt. Und dann habe ich natürlich mit der Gewindeschneidkluppe in der Form keine Chance. Ich kann die hier aufsetzen, von wegen, ich kann hier nicht ein Stück Gewinde mehr schneiden. Und das ist natürlich richtig, richtig blöde. Und da gibt es im Prinzip auch eine Lösung. Ich habe diese Lösung hier natürlich auch mal mit ausprobiert. Das heißt, man kann so eine Gewindeschneidkluppe umrüsten. Dazu muss man aber sagen, in der Bedienungsanleitung steht hierzu nichts. Es ist auch nirgendwo eine Anleitung. Es steht auch nirgendwo, dass das hier möglich ist. Ich habe es trotzdem ganz einfach mal versucht und da nehme ich euch natürlich auch mit. Dazu muss man hier erst den Deckel lösen und dann kann man diese Backen ganz vorsichtig drehen. Diese Backen muss man hier natürlich erstmal rausgucken bekommen. Die sind geklemmt und dieses Geklemmt ist wirklich extrem fest. Ich habe sie ganz vorsichtig hier rausgehauen. Das heißt, ich habe ein Flachmaterial angesetzt und habe dann mit einem Schonhammer vorsichtig immer eine gegengehauen und dann kommen die so ganz vorsichtig da raus. Also muss man wirklich ein bisschen filigran mit umgehen. Ich habe mich bemüht, das wirklich ganz vorsichtig zu machen. Und dann ist es so, dass man sich vorher die Backen einfach mal angucken muss und diese Backen sind oben auch nummeriert. Ich sehe hier, dass die durchnummeriert sind von 1 bis 4 und das ist wirklich immens wichtig. Und ich habe hier noch 3/4 Zoll für 3/4 Zoll Gewinde. Und jetzt ist es so, 2 und 4 kann ich ganz einfach einmal umdrehen und 1 und 3 muss ich untereinander tauschen und umdrehen. Und dann hat man den Anschnitt theoretisch auf der anderen Seite. Dass das nicht ganz so einfach ist, das musste ich wirklich lernen. Ich habe es noch nie in der Form gemacht. Ich habe es ganz vorsichtig mit so einem kleinen Flachmaterial hier rausgeholt, habe es vorher mit einem Schraubendreher versucht. Das funktioniert überhaupt nicht, kann man vergessen. Die sitzen da wirklich bombenfest drin. Ich habe sie hinterher vorsichtig mit dem Hammer wieder eingefügt, also auch wieder mit einem Schonhammer. Habe das so positioniert, wie es vorher auch war, wirklich außen absolut bündig. Habe das wieder eingesetzt. Das sieht jetzt aus, als wenn es 5 Minuten gedauert hat. Ich habe wirklich an dieser einen Gewindeschneidkluppe, das ist die 3/4 Zoll Gewindeschneidkluppe, wirklich über eine halbe Stunde dran gesessen, um das da in irgendeiner Form umzubauen. Und dann ist man irgendwann froh, wenn man das Ganze wieder zusammengekriegt hat, das Ganze auch wirklich sehr, sehr gut aussieht. Und dann kann man versuchen, damit natürlich auch mit der anderen Seite ein Gewinde zu schneiden. Und dann brauche ich wirklich nur diesen ganz, ganz kurzen Ansatz. So ist es jetzt theoretisch möglich, dass ich an diesen kleinen Rohrstummel hier wirklich ein Gewinde anschneide. Das heißt, wenn irgendwo ein Rohr aus der Wand kommt, kann ich das wirklich perfekt machen. Habe auch mit dieser Ratsche natürlich einen sehr eingeschränkten Bereich, in dem ich nur arbeiten muss. Und das ist natürlich in vielen Fällen perfekt. Ich habe hier wirklich alles versucht. Und ich versuche auch, das immer so objektiv wie möglich darzustellen. Ich habe hier 2-3 Stunden immer wieder diese Backen gelöst, habe es immer wieder versucht, habe den Deckel vernünftig positioniert. Das Ganze sitzt da gut drin. Grundproblem ist hier wirklich, dass ich diese Einsätze immer wieder lösen. Diese Einsätze haben nach dem ersten Mal rausnehmen einfach keine Stabilität mehr in der Nut. Die drücken sich weg und da kann ich das oben an dem Ansatz noch so vernünftig, an dem Deckel noch so vernünftig positionieren. Die Backen haben nichts, wo die sonst noch irgendwo fest sind und somit schafft man es nicht, hier nochmal ein Gewinde zu schneiden. Muss ich ganz klar sagen, ich habe es nicht hingekriegt. Vielleicht gibt es irgendeinen ganz speziellen Trick. Ich habe aber auch einen befreundeten Installateur angerufen. Der hat sich das per
per Videocall angeguckt. Der hat gesagt, normal ist das nicht so. Bei ihm haben die irgendwo so eine Führung und wo die dran sitzen, diese Führung gibt es hier in der Form nicht. Und darum drückt sich das auch alles nach außen weg. Ich habe es also mehrfach versucht. Ich habe den Deckel so positioniert, dass es so haarscharf eng innen dran sitzt. Habe das mit einem kleinen Hölzchen nochmal rangerichtet und dergleichen. Also es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Mag sein, dass es irgendwelche Leute gibt, die das irgendwie hinkriegen. Ich habe es in der Form nicht hinbekommen. Es ist aber im Prinzip so, das muss man auch ganz klar sagen, die Anleitung verspricht nicht, dass man das in irgendeiner Form drehen kann. Die Bilder suggerieren einem natürlich, dass man von vorne so ein Gewinde schneiden kann. Bei mir in dem Set, was ich hier hatte, war das in der Form nicht möglich. Da war der Anschnitt innen. So ist das auch bei den standardmäßigen Gewindeschneidkluppen. Es ist halt nur oft so wirklich die Sache, dass es so ist, dass man hier irgend so einen kleinen Ansatz hat, der aus der Wand kommt und da muss man gerade ein Gewinde ranschneiden und das wird hier dann wirklich schwierig. Ich habe es nicht hingekriegt. Wenn es irgendwer besser hinkriegt, kann er mir das gerne zeigen, kann er gerne vorbeikommen, können wir das zusammen machen. Ich habe jetzt 2-3 Stunden damit rumgefummelt, immer wieder versucht, diesen Deckel draufzusetzen, Schrauben angezogen, das Ganze zu positionieren. Diese Backen haben dann irgendwann einfach keinen Halt mehr. Man sieht das auch ganz gut an diesen Videosequenzen, wie sich diese Backen ganz einfach beim Schneiden wegdrücken. Wenn man die einmal rausgenommen hat oder so, kann man die nicht mehr richtig fixieren. Ich hatte erst überlegt, ob ich sie alle mit einem Heftpunkt fixiere, aber das kann es eigentlich auch nicht sein. Also ich würde mal behaupten, von wegen dieses Drehen, das würde ich eher in der Form nicht machen. Oben am Deckel der Anschnitt geht, aber danach sieht man, wie sich das Ganze hier so wegzieht und wegdrückt. Also das hat einfach keine Stabilität mehr. Machen wir nochmal was Positives. Das ist ein 42-4er Rohr und hier habe ich auch nochmal ein Gewinde draufgeschnitten. Auch das funktioniert wirklich problemlos. Bei so einem 42-4er mit dem Hebel oder so, da muss man schon ein bisschen arbeiten. Das geht schon so leicht Sport über, aber im Prinzip ist das hier auch problemlos möglich. Gewinde sieht auch wieder traumhaft aus. Also, wie gesagt, mein kleines Fazit von wegen, ich finde das Set alles andere als schlecht. Das ist von der Qualität auch nicht verkehrt. Das Bild auf der Verpackung ist verkehrt und wenn man versucht, diese Backen umzudrehen, dann war das für mich in der Form nicht möglich. Und das ist meine ganz klare, ehrliche Einschätzung. Ich habe mir dieses Gewindeschneidset, wie ich mir eigentlich fast alles, was ich auf diesem Kanal vorstelle, gekauft, ganz normal und bewerte das ganz normal, werde das auch in der Form behalten, weil ich mich freue. Ich hoffe, die Backen kann ich wieder zurückdrehen, vielleicht hefte ich die dann einfach an mit einem kleinen Punkt, wenn es funktioniert, weil ich mich freue von wegen, dass ich hier mir so Rohrgewinde schneiden kann. Das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit und das ist hiermit möglich. Und wenn man diese kurzen Stücke hat, dann ist es natürlich schwierig. Aber vielleicht hat ja noch jemand eine geniale Lösung, dann mache ich da auf jeden Fall auch ein zweites Video, wo ich das dann zeige, wie die Lösung funktioniert. Aber ich würde mal behaupten, ich habe jetzt hier stundenlang wirklich alles versucht und ich habe es nicht in der Form hinbekommen, habe es irgendwann entnervt aufgegeben. Ich hoffe, dieses kleine Video, dieser kleine Test hat euch gefallen. Wie gesagt, mein Fazit steht fest. Für den Preis ist das nicht verkehrt. Umdrehen hat bei mir nicht funktioniert. Bis dann und viel Spaß beim Schweißen. Euer Manni.